Hi und willkommen zurück zu Majora's Mask. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute habe ich mir gedacht, gehen wir mal wieder den Felsenturm hinauf. Beziehungsweise, ich hoffe, wir schaffen es diesmal komplett. Ich bin runtergefallen im letzten Part. Ich weiß nicht, ob man das noch gesehen hat oder ob das nach der Aufnahme war, aber auf jeden Fall bin ich runtergefallen. So, und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Wir werden es übrigens nur so machen, dass wir die Vogelstatue ganz oben aktivieren und den Dungeon, den machen wir dann erstmal am nächsten Tag. Weil es gibt ja noch etwas ganz Großes sogar, wo wir ein paar Masken kriegen, und zwar Kaffais Quest mit Anju. Ihr erinnert euch, den Auftrag, den wir ganz zu Anfang des Spiels bekommen haben und den wir ganz am Ende des Spiels machen. Nein, Link, Mann! Egal, man kommt hier auch so hoch. Laufend. So, aber als Gerone können wir ja nicht so gut springen. Also wieder Link werden. Ach Leute. Und schönes Weihnachten gehabt. Also ich auf jeden Fall. Oh, ich wollte ehrlich gesagt noch gar nicht drauf. Viele coole Sachen bekommen. Unter anderem auch eine Tastatur. Endlich eine mit LED, dass ich auch, wenn mein Zimmer etwas dunkler ist, was sehen kann. Oh, und das ist so herrlich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und sie ist schön leise, das heißt, manchmal konnte es vorkommen, dass man gehört hat, wenn ich eine Aufnahme starte und sie beende. Das ist manchmal passiert. Er war ein bisschen doof, aber das ist jetzt vorbei. Okay, bevor ich hier jetzt irgendwie wieder wild rumprobiere, ich gucke mir das einfach nochmal an. Wo haben wir es denn? Da, die Elegie des leeren Herzens. Ich hab's genau falsch rumgespielt. Ich Arsch. So. Geht doch. Es ist übrigens echt eine schöne Melodie, finde ich. Also, auch wenn die etwas sehr Gruseliges erscheinen lässt. Ich meine, guckt euch das an. Man sieht ja auch vor allem die riesige Narbe an seinem Bauch. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Aber ja, man erkennt so ein bisschen die Todesursachen. Ich glaube, ich habe im letzten Part auch erklärt, warum ich es schwachsinnig finde, dass einige sagen, dass Link in diesem Spiel seinen eigenen Tod verarbeitet. Ich weiß es halt nicht mehr genau, weil ich habe halt vorproduziert für ein paar Tage. Weil ich ja wusste, dass. Nee, was mache ich denn? Weil ich ja wusste, dass ich über die Weihnachtszeit ein bisschen Stress haben werde. Deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, was ich da hochgeladen habe. Also ich habe es natürlich vorher ein bisschen angeguckt, aber nicht bis ganz zum Schluss. Und naja. Mein Controller hört man übrigens trotzdem noch. Da muss ich auch irgendwann mal gucken, ob ich da einen leiseren finde. Vielleicht einer, der auch ein bisschen mehr kostet, weil. Naja. Wobei, der war gar nicht so billig. Und er liegt auch schön in der Hand, ist auch schön schwer, aber dass die Tasten so laut sind, das stört ein bisschen. Da muss ich irgendwie gucken, ob man da was ändern kann. Aber erstmal nicht. So, und jetzt noch einmal als Link. Ja, es ist halt der nervigste Teil, hier hochzukommen, aber wenn man das geschafft hat. Naja, gut, dann beginnt der andere nervige Teil, dass man den Dungeon machen muss. Dürfte, glaube ich, auch das einzige Lied sein, wo man wirklich alle vier Pfeiltasten braucht. Wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Aber eigentlich ja. Oh ja, und was auch interessant ist, guckt mal. Da müssen wir nochmal zu den Liedern eben kurz. Das öffnet uns ein Tempel. Das lässt jemanden einpennen. Das lässt jemanden aufwachen. Das lässt jemanden von, also ein Abbild von uns erscheinen. Ja, und das ruft jemanden. Also alle Lieder, alle farbigen Lieder, haben einen Zweck. Ja gut, alle, die weiß sind. Also normale Lieder, die haben ja auch einen Zweck.
Aber wenn es jetzt zum Beispiel in Ocarina of Time, sag ich mal, noch dafür da war, uns zu den jeweiligen Dungeons zu spawnen, so ist es hier halt etwas, was uns quasi auf dem Weg der Dungeons, auf dem Weg zu den Dungeons hilft. Das ist eine coole Sache. So, da oben ist eine Fledermaus. Da oben war eine Fledermaus. Na gut, Pfeile brauchen wir nicht. Ich bräuchte wohl Bomben, aber naja. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geguckt. Aber ich glaube, ich nehme schon so seit 5 Minuten oder so auf. Aber ich springe natürlich auch genau rein, ne? Okay, das war der falsche. Dass man sich das auch immer angucken muss, ne? Ja, das war der falsche. Das darfst du dir jetzt aber nochmal angucken. Ach, super, danke. Och, schon wieder. Diese Kackfelsen. Warum fallen hier Felsen runter? Ich meine, ja, es ist der Felsenturm, aber. Nee, weil ich wollte gerade sagen, ich gehe aus der Schussbahn. Hätte ich's mal gemacht. Ich habe eine Idee, ich gehe ihm hier drauf. Der Fluch von Ben. Nein, nein. An sowas glaube ich nicht. Hat sich ja auch übrigens, ja, was heißt, rausgestellt. Er hat halt, also der Ersteller, der Originalersteller der Videos hat gesagt, dass er das durch einige Spielereien mit Mods gemacht hat. So, das dürfte der richtige sein. Ja, sieht danach aus. Hoffe ich zumindest. Nee. So. Bam, 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 bam. Ich finde Gitarrenmusik ja cool. Ich spiele selber, oder besser gesagt, ich habe selber ja auch Gitarre gespielt. Mittlerweile kann ich es, glaube ich, nicht mehr, weil es ist schon echt. Ey, was passiert hier? Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe. Es ist halt jetzt auch schon, wie lange her? Ich glaube. Gott, da war. Also, wo ich angefangen habe, war ich, glaube ich, 10. Bis 14 habe ich es gemacht. Ich bin jetzt zwar 6 Jahre ist es her, dass ich Gitarre gespielt habe. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Und ich habe mich letztens auch mit einem Kumpel unterhalten, den ich da kennengelernt habe, mit dem ich heute auch noch sehr guten Kontakt habe. Und da hat er mir auch gesagt, ja, wir haben nicht unbedingt viel beim Gitarrenunterricht gelernt, ne? Also gelernt schon, aber nicht mitgenommen. Nicht großartig gespeichert. Was ja schade ist tatsächlich, weil. Aber. Weil eigentlich hat es wohl Spaß gemacht. Aber es ist halt. Ja, ich will nicht sagen typischer Unterricht. Das läuft halt so ab, zumindest bei uns. Oder lief so ab. Dass wir quasi, ich glaube, eine Stunde war das oder eine halbe Stunde. Ne, ich glaube, eine Stunde. Haben wir uns halt eben bei der Gitarrenschule getroffen. Dann durften wir sagen, was wir spielen möchten. Und das haben wir dann gespielt. Das ist halt mehr um die Grundkenntnisse, was das Gitarrespielen betrifft, zu lernen. Aber naja, im Endeffekt, wenn du dann nicht dran bleibst, dann verlernt man das ganz schnell. Das ist leider nicht so wie Fahrradfahren. Ich weiß die ganzen Griffe auch nicht mehr. Aber ich habe mir vorgenommen im neuen Jahr, dass ich so ein bisschen online gucke, ob ich mir da das irgendwie wieder selber beibringen kann. Weil ich hab's auch echt gerne gemacht. Also Gitarre spielen. Hat Spaß gemacht. Ich hab Akustik und E-Gitarre gespielt. Und jetzt habe ich halt nur noch meine Akustikgitarre. Und wenn man mal guckt, bei Thomann zum Beispiel, wo ich auch mein Mikro her habe, teuer sind die nicht. Ach. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal wieder eine E-Gitarre mit Verstärker. Wobei, auf Akustik kann ich es natürlich auch ganz geil so ein bisschen lernen. So ein bisschen wieder lernen. Bumm. Okay, der hat sich jetzt voll auf den anderen gestellt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh Gott. Werden die Sprünge hier irgendwie weiter oder? Ne, doch nicht. So, diese Schalter sind ja wie gesagt nur zum Resetten. Da könnte ich mich hinspawnen mit der Vogelscheuchenpolka. Da ist aber nur Geld. Oder?
Ah, das sind Zombies. Ich wollte gerade sagen, was ist da denn? Aber ja, Zombies, okay. So, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es wieder passiert wie im letzten Part, dass ich hier runterfall. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Dann dürfen wir alles normal machen. Habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich bin froh, wenn wir oben sind. So, wo ist der nächste Punkt? Da. Das heißt, ich muss ja auch wieder höllisch auf die Fledermäuse aufpassen. Als ob das nicht ausreicht, Link. Mann. Stell dich nicht so an. Das reicht tatsächlich nicht aus. Okay, das war jetzt auch ein bisschen zu hoch. Reicht das jetzt? Nö. Also runter von diesem Stand. Vor allem, ich frage mich auch, aus was besteht dieses Material, was da oben ist, wo wir uns ranhaken. An Holz können wir uns ja ranziehen. Ich könnte sogar fast glauben, dass das auch Holz ist. So, diese verkackte Fledermaus, die hat im letzten Part dafür gesorgt, dass ich runterfalle. Und das hat sie jetzt davon. Nicht mit mir, nicht nochmal. So, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das hier wieder nicht reicht. Oh doch, das könnte sogar ausreichen. Bitte lass mich jetzt keine Blöcke mehr verschieben. Ach, wir sind oben. Geil. Um Gottes Willen, erstmal speichern. Ups. So. Schön. Das hat gut geklappt. Und Leute, guckt mal. Das ist der Eingang zum nächsten Tempel. Wir sind ganz oben angelangt. Tja, und jetzt bleibt uns eigentlich auch nicht mehr großartig was zu tun. Ich habe übrigens, muss ich nochmal eben dazu erwähnen, falls Leute das Spiel auch spielen, wenn ihr beim Ozean seid, um Gottes Willen, geht am ersten Tag in das Spinnenhaus. Am zweiten bekommt ihr nichts. Da bekommt ihr nur Geld. Wenn ihr am ersten Tag beim Ozean in das Spinnenhaus geht, dann bekommt ihr die große Geldbörse. Das heißt, wir haben das jetzt auch verkackt. Aber was ich euch noch zeigen kann, ist, wie man den Helm des Hauptmanns bekommt. Ach. So. Weil das habe ich ja in dem einen Part verkackt. Beziehungsweise ich habe ihn ja nicht hochgeladen. Weil er wurde nie aufgenommen. Ich habe lustig gespielt, aber nicht aufgenommen. Auch wenn ich meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass ich das aufgenommen habe. Aber gut, es ist der zweite Tag. Und wir können jetzt auch das zweite Grab öffnen. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt zu unausgerüstet bin, weil ich habe ja nichts. Ich habe keine Bomben, keine Krabbelminen. Ich habe Pfeile. Aber das bringt mir auch nichts. Oder ja, gut, vielleicht bringt es mir ja doch was. Mal gucken. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was jetzt die anderen Tage passiert. Am dritten Tag weiß ich es. Ja, Taya, ich weiß, hier ist Böses im Busch. Uns fehlen noch so viele Masken, ey. Aber die werden wir noch alle finden. Ich muss sowieso noch ein bisschen sidequesten, bevor es dann zum Showdown geht. Beziehungsweise, ja, eigentlich, wenn man Kaffais Quest macht, bekommt man soweit alle restlichen Masken. Aber wir dürfen die Herzteile ja nicht vergessen. Das heißt, ich muss mich auch beim Schießstand wieder behaupten. Jawohl, da freue ich mich ja schon richtig drauf. Was? Also bei dem in der Stadt habe ich eigentlich gute Hoffnung. Aber bei dem im Sumpf, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum ich da so arschkacke bin. Das kenne ich gar nicht. Link, du sollst da schon hoch. Okay, Link, hör auf ihn anzuvisieren. Toll, wieder verhext. Ich hätte sie auch einmal mit Pfeilen besiegen können. Ja, gut, aber. Oh ja, erstmal wieder den Helm des Hauptmanns aufsetzen, sonst greifen die uns an. So. Na, Leute. Alles schön. Huch! Ah, Hauptmann, Sir. Verzeiht mir, Sir. Der Hauptmann ist da. Hab Acht! Es ist schon so lange her, dass wir euch sahen, Sir. Wir haben diese Gräber streng bewacht, genauso wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben auf euren nächsten Befehl gewartet, Sir. Öffnet das Grab. Es öffnen? Jawohl. Zu Befehl, Sir. Alle Mann zu mir! Ja, ich habe meine Leute im Griff. Naja, ich wurde verhext. So, und jetzt können wir sogar sehen, wo wir im ersten Tag reingegangen sind, und zwar da. Da mussten wir ja dahin.
Aber wir gehen jetzt hier hin. Holen uns ein bisschen Geld, was wir gar nicht mehr brauchen. Ach so, das war's? Nein, 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 das kann es nicht gewesen sein. Auge der Wahrheit. Wir sind ja immerhin in einem Grab. Aha, und da sollten doch direkt Ocarina of Time Flashbacks hochkommen. Wenn man das gespielt hat. Wollte gerade sagen, irgendwas höre ich doch. Den kriege ich mit dem Enterhaken. Die Spinne nervt mich jetzt auch nicht lange. So. Nein, ich Arsch! Naja, gut, den Gang sieht man ja. Ich bin scheiße. Was für einen starken Panzer die auch haben, ne? Ich meine, das Ding kommt dann mit gut Karacho auf die drauf geschossen und es stört die einfach gar nicht. Aber den hier, den kriege ich nicht. Jetzt aber. Auch nicht. Okay. Danke für die Magie. So, dreh dich um. Danke. Das ist ja auch gemein. Man sieht dieses Stück Weg gar nicht mehr. Okay. Nee, das bringt nichts. Erst jetzt können wir ihn gleich besiegen. Hä? Warum? Okay, jetzt können wir das Auge der Wahrheit wieder absetzen. Von Zeit zu Zeit vielleicht noch mal ein bisschen gucken. Bomben bräuchte ich immer noch. Hä? Wie, das war's? Das scheint ja echt gewesen zu sein. Habe ich irgendwas verpasst? Das kann ich mir bald nicht vorstellen. Bin ich jetzt blöd? Drehe ich jetzt durch? Na, hier kann's. Ach ja. Nein! Ich Arsch! Ich brauche Bomben! Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Warum? Warum ich? Und warum wollte Link da jetzt nicht springen? Gibt's hier vielleicht Bomben? In irgendeiner Vase, bitte? Das wäre so schön. Nein, gibt's nicht. Aber wie ärgerlich. Egal, wir haben noch genug Nacht übrig. Es ist erst 10 Uhr, mein Gott. Wir haben noch 6 Stunden. Bomben? Nö, Magie. Naja, das nützt nichts. Da müssen wir uns Bomben holen. Da führt quasi gar kein Weg dran vorbei. Naja, wir haben noch viel Nacht über, aber wir haben leider nicht mehr viel Part über. Das ist jetzt doof. Was macht er denn da? Betet er? Ah, ne, wahrscheinlich nicht. Okay, dann kaufe ich mir mal Bomben. Ich habe eh genug. Ge ich habe 5 Bomben. Ich Dolly, wa was ist mit mir los manchmal? Und wieder rein. Das will ich in diesem Part noch schaffen. Man muss halt immer die Augen offen halten, ne? Also nicht nur was das Inventar betrifft, sondern auch was geheime Gänge betrifft. Ich habe das mit dem Riss in der Wand gar nicht mehr gesehen. Gut, dass ich meinen messerscharfen Verstand nochmal angestrengt habe. Irgendwas war hier, das wusste ich. So, du machst hier unten jetzt mal keinen Stress. Danke. Scheiße. Gut. Achso, okay, man kann die also auch besiegen, wenn man die gar nicht sieht. So, jetzt aber. Meine Güte, ey. Aber ich weiß nicht, wo ich die 5 Bomben her habe, ehrlich gesagt. Naja, gut. So, so wird ein Schuh draus.
Och nö, das kann doch nicht wahr sein. Naja, komm, der wird jetzt ein blaues Wunder erleben. Ich bin viel stärker als letztes Mal. Ich mach. Alter, der haut ja trotzdem noch gut rein. Aber dürfte die Hälfte sein, weil vorher müsste er, glaube ich, 4 Herzen abgezogen haben. Aber egal, einfach drauf bashen, Mann. Alter, jetzt geht's hier richtig rund. Der hat nur einmal zuschlagen können. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Und was bekommen wir? Man sieht auch hier wieder, es haben scheinbar einige versucht, hier den Eisenprinzen zu besiegen. Ein Herzteil Nummer 2, jawohl. 2 weitere brauchen wir noch. Es wird immer weniger. Und das ist auch passend, weil jetzt kann ich den Part genau hier beenden. Ich gehe noch eben ganz kurz speichern. Also beende ich den Part doch noch nicht hier. Alle Gegner sind wieder da. Aber das stört mich jetzt auch nicht großartig. Kann ich darüber springen? Mit den Hasenohren? Bestimmt, oder? Probieren wir es aus. Mehr als runterfallen kann ich ja nicht. Mit dem gekonnten. Es geht nicht. Gut zu wissen. Also Auge der Wahrheit. Gerade so. Alter, was mache ich denn hier? Das ist ja quasi so, als würde ich danach betteln. Aber den kriege ich komischerweise. Warum springe ich da runter, ich Arsch? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so schlecht in diesem Spiel sein? So, warte. Ich rüste eben Pfeil und Bogen aus. Jetzt habe ich genug von Faxen hier. Einmal schön von der Seite und du kriegst hinten. Puh. Wahrscheinlich habe ich auch selber Schuld, weil ich die Hasen noch die ganze Zeit aufhaben muss. Aber ich kann mich hier jetzt auch nicht rausporten, fällt mir gerade auf. Aber ich will ein bisschen schneller unterwegs sein, weil der Part ist schon vorbei. Jetzt kann ich mich porten. Und zwar einmal wieder zum Ikana-Tempel. Ja, ich rüste es zweimal aus. Better safe than sorry, ne? Ah, voll gestoßen am Tisch. Aua. Und einmal in den Ikana Canyon, bitte. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir speichern und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Ciao.